Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Abschutzzock Assassin's Creed 3 Remastered. Schön mit gerolltem R. Ja, wo sind wir denn gelandet? Wir waren jagen mit Connor, haben unserem Freund, Kollegen und ja, Kupferstecher hier das Jagen beigebracht, das Klettern beigebracht, haben Adlerfedern gesammelt und. Also einfach, wenn ihr es verpasst habt, ihr wisst es ja, in der Infobox. Die Playlisten da, die letzte Folge euch nochmal raussuchen. Heute geht's weiter. Wir schauen mal, was uns jetzt erwartet, wenn wir zurück in unser Lager kommen. Denn hierher führt uns ja die Mission. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Rob, ich zock das Ganze mit euch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Assassin's Creed macht immer Spaß. So, mal schauen, wo geht's denn hier ab? Hey Oma. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Der Dein. Ich geh kaputt. Haben wir doch den Eden-Gegenstand schon gefunden? Okay, der richtige Pfad. Wir müssen ihr also folgen jetzt. Also wir sind jetzt der Adler. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, wie du ihnen das letzte Stück bringst, auf dass er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen.
Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Oh. Kollision in der Luft vermeiden, okay. Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Ist das die Höhle? Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich bald ausreden wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen bist du schwer. Ein denkwürdiges Erlebnis. Sequenz 4. Ja, ich bin ganz schön dagegen gerauscht. Ich muss sagen, aber ich habe total die Kontrolle verloren über den Adler. Ich habe die ganze Zeit die Bilder angeschaut. Also wir müssen dem Assassinen-Symbol folgen, habt ihr gesehen. Und wir müssen einen Weg finden, unser Dorf zu retten. Und unser Dorf besitzt den Eden-Apfel, der geschützt werden muss. Also Connor muss sich grundlegend ändern. Er muss Hass ablegen. Und er muss seinem Weg folgen. Dem Weg des Adlers. Dem Beschützer. Radun Hagedun, Gatnue Nisat Gatun, Tiga Gari Wayerunitstun. Adun Hets Wagenat Dun, Wat Gardo de Runger Dianjadatka, Hagenat Dun Hase, O Niot Di Akanda. Dantune Tiga Runungwe, Easy Nat Gahanda de Tunas, Gari was Sivagadari under, and who is it the only, Arahajad is a deadly go reason, Nedosa Seriwayena. Yungar Haratstone, Ayede Wadun Hunjanuna. Nexti da sheri de nit nise. De ot den yung haje on hunjage dan o ya taondo a yung gwa da se dun hage. Ya ka a tagit skodage dan o agader hara de ne a yde wak wan dat ne. Wak gun ya do dari sigi o wadu erda o se de. Oh nu jera di de zaderi hua de nyani. Aze gun ya tak gweni da guri hua de ni. Yahasa giga. Asa tari jina hoda ze saksit kada kunegas. To nuo e dagat kahtone gari huayeru nitsto. Ne e giga rungwe rahawi o hiasnena ziniyo zizat nistaha washa gosnena. Yama. Seria Sadoga, Nexi gets honey, so the ezos are harde. Was says Akane Gari Huayronitsu, Satahatsori.
Erinnerung synchronisiert. Sequenz 4 beendet. Ja, Trophäe war klar. Wir müssen also einen Mann suchen, der dieses Symbol trägt, und die Kenner wissen ja schon, wer gemeint ist. Fortzugehen war schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Ganz genau so ist es, Connor. Wenn nicht du, wer dann? So, wir befinden uns also im Grenzland. Und wir suchen jetzt diesen Ort im Osten. Okay, was haben wir denn hier? Jagdgesellschaft. Eine der Jagd... Danke. Danke, PlayStation, echt? Wollte ich hier lesen? Okay, was haben wir denn hier oben? Aha, okay. Na, schauen wir uns doch mal an. Wenn wir einmal hier sind, ne? Leute. So. Hier oder was? Ja, hier scheint nichts zu sein. Schade. Geh mal noch weiter hoch. Immer nach oben, immer nach oben. Dann klatsch mal wieder irgendwo runter. Ja, ich wusste es. Ja, na, aber sieht doch gar nicht mal so... Ah, Alter! Schlecht aus, wollte ich gerade sagen. Ich hab's geahnt und dann klatscht man wieder irgendwo runter. So, okay. Also, wir haben gemerkt, es gibt immer einen Weg nach unten. Aber so sieht das Ganze viel stylischer aus. Okay, schwimmen wir mal hier rüber. Kann ich hier hoch? Nein. Okay. Ich kann hier noch nirgendwo hoch. Vielleicht ja hier. Vielleicht kommen wir hier aus dem Wasser wieder raus. Jawohl. Eine Brücke. Ich gehe kaputt. Betreten des Jagdreviers Johnstown. Ja, und hier lang führt uns auch unsere Mission. Dann bin ich ja mal gespannt. Wer ist dieser Mann, der dieses Symbol trägt? Dieser symbolträchtige Mann. Zack. Zack, zack. Allihopp, zack. Klatsch. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ist der gut, böse? Ich lass hier nix, ne? Das, den Zufall, also... 14 Pfund, unser erstes Geld! Ha! Kann ich hier... eigentlich? Oder werde ich da, bin ich da des Todes verurteilt, wenn ich hier einen schönen... Na, machen wir später. Hier ist ein Weg eingezeichnet, aber hier ist kein Weg. Angeblich ist der Weg hier oben. Kommt aber keine Sau hoch. Okay, schauen wir nochmal. Gehen wir mal ein paar Meter zurück.
Wir sollen ja dem Weg folgen. Hier ist er auch nicht. Wo bin ich hier nur hingeraten? Ah, hab was entdeckt. Wir waren gar nicht mal so falsch. Kann man hier was plündern? Eigentlich? Ja, ich könnte mir hier ein Gewehr nehmen. Hier ist eine Adlerfeder. Da ist eine Adlerfeder. Ah, da komme ich nicht hin. Okay. Nehmen wir nicht nur die Adlerfeder, dann nehmen wir nämlich gleich mal den Adler. Zack! Abflug! Morgen! Hi, mein Freund! Ja, was glaubst du, wo ich hingehe? Oi. Alter. So, 13 Pfund. Unser zweites Geld. Wo ist die Adlerfeder? Da oben? Ich mag das ja jetzt, diese offene Welt, die jetzt hier wieder gegeben ist. Okay, wie kommen wir da hoch? Hier bestimmt nicht. Vielleicht hätten wir von oben springen sollen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja hier. Na, hier sieht es schon besser aus. So. Über uns? Über uns, natürlich über uns. Wo soll denn dieser Ast hier hinführen? Da oben, schaut mal, da oben ist es direkt über uns. Wir kommen da nicht ran. Es ist zum Verzweifeln. Und die Wand hier drüben kann ich nicht ranspringen, ne, oder? Connor? Noch weiter hoch können wir auch nicht, leider. Erstmal herausfinden, wie man hier... Jetzt! Zack, genau, das habe ich nicht gesehen. Okay, weiter geht's. Müssen nach oben. Da geht's nicht nach oben. Da geht's ran. Sehr gut, wir haben sie. Jawohl. 1 von 2 Federn in Johnstown. Wonderbra. So, ja, gut, jetzt geht's hier wieder nicht weiter. Ja, Leute, wir müssen uns erstmal ein bisschen... Oh, ich habe da hinten sogar einen Leuchtturm gesehen. Erstmal ein bisschen reinfuchsen wieder ins Spiel, ne? Gehört ja auch dazu, ein bisschen entdecken und erkunden. Und es geht nicht sterben. Okay. Haben wir das. Weiter geht's. Ab zur Mission. Also kleiner Tipp fürs nächste Mal, wenn ihr das Spiel selber spielt, bleibt auf dem Weg. Bleibt einfach auf dem Weg. Oh Gott. Nein! Alter! 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 Hab ich mich verjagt! Da dreht er sich auch direkt um und greift mich an! Die kleine Ratte! Böses Biest, du. Boah.
Und dann diese gemeinen Quicktime-Events. Okay, muss ich dann erstmal Schlüpper wechseln. Das war, ja, heftig. So, okay, machen wir hier hoch. Na, da läuft bloß bei mir nichts, dir nichts. Und zack, ja, Bär greift dich an. Dreimal zustechen bedeutet also Bär tot. Hirsch. Ich denke, zum Jagen werde ich hier noch ab und zu mal aufbrechen müssen. Na gut, hier kommen wir nicht hoch. War ja klar. Da! Oh! Alter, du Vieh! Oh, kommt er zurück? Was ist denn hier los? Boah, was ist hier los? Gefährliche Wildnis. Bären, dann greifen dich auch noch die Hirsche an. Also, wow. Da hat sich ja, wenn man mal in die Geschichte von Assassin's Creed schaut, da hat sich ganz schön was getan. Ich meine, als Bayek oder als Alexius konnten wir ja einfach so alles wegmachen. Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Morgen! Nach Davenport-Siedlung reisen, na, klingt doch einwandfrei. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Für heute genug Action. Dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.